So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cities in Motion. Zwar hier leider noch im Ladescreen. Eigentlich geht das schneller, komm. Aber wenn wir schon da sind, dann machen wir es auch richtig. Wir hatten in der letzten Folge aufgehört damit, dass wir hier ein Tram-Problem haben. Aus unerfindlichen Gründen. Ja, nein, eigentlich haben wir das aus mehreren Gründen. Haben wir hier eine Busspur? Nö. Haben wir da? Nö, ich finde zwei Spuren mit Busspur. Gehweg. So. Also, wo konnte man. Wo war das denn am besten mit dem Anbringen von. Hier nicht Haltestellen von Ausfahrten und sowas. Ich überlege gerade, wo man halt am besten diese Abfahrt reinbaut, denn einige haben es in der letzten Folge schon mitgekriegt, dass ich doch wollte, will, dass die Bahn hier runterfährt. Und dann durch einen unterirdischen Tunnel sich aufmacht in Richtung. Ich möchte hier bitte weg, und zwar. Also nicht genügend Geld, okay. In Richtung, wir wollen doch mal bitte schauen, dass wir irgendwie in Richtung des Depots kommen, um halt Trams zu sparen. Das ist eigentlich die Absicht, die hinter diesem Projekt hier steht. Ich hoffe, dass wir das auch irgendwie durchziehen können. Die Frage ist, lohnt sich das hier wirklich so zweispurig, das zu bauen? Oder lohnt sich das eher nicht? Denn normalerweise könnte man halt das Geld auch ein bisschen besser anlegen. Zum Beispiel 1,6 können wir ja investieren. Kurve zu schaffen. Wollt ihr mich trollen? Was für eine Kurve? Wo war das jetzt? Hier oben kam doch irgendwo das Depot, ne? So, bis hier oben sind das alleine. Gute 6.000, die wir brauchen. Ja, 5.000. Das Ding ist halt, ich will verhindern, dass die ganzen Bahnen, wie jetzt hier oben, sich drauf stauen und somit einen Verkehrsinfarkt hier auslösen. Und das wäre ja niemand, ne? Die Frage ist, lohnt sich das, wenn sie da lang fahren? Oder werden sie da nicht lang fahren? Das ist halt so gerade die Frage. Kann man nicht eigentlich sogar von hier unten die anschließen? Ach du Scheiße, das wäre schnell viel zu teuer. So, wieder runter. So, bis wohin könnten wir denn schon? Bis dahin. Es wäre schon ordentlich nah eigentlich an dem Ding. Das ist cool. 1.000 müssen wir alleine nur für die Schiene zahlen. Okay. Glaube ich, echt das günstigste, wenn wir das so machen. Jetzt natürlich hier die ganzen Trams weg. Ich will aber. So. Jetzt 1.300.
Das wäre echt noch cool, wenn wir die knacken könnten. Und irgendwo müssten wir das dann einbauen, dass die genau an der Stelle nicht darüber fahren. Zum Beispiel mit einem Wegpunkt. Das wäre, glaube ich, ganz cool, mit Wegpunkten das darunter zu machen. Dann hält man die Bahn da oben nicht auf. Oh, mir fällt gerade auf, hier ist so ein kleiner Haken drin. Uncool, aber uns juckt das, glaube ich, da unten eh nicht. Was da so falsch ist. Um 1300 schaffen wir. Das ist nämlich unser Hauptziel für diese Folge mit, das hier fertig zu kriegen. Und dann zu sagen, ey, guck mal, wir haben was ganz Schönes geschafft. Dann arbeiten wir da mit Wegpunkten und hoffen halt, dass die Bahn da irgendwie rauskommt, weil so schlecht sieht es auf jeden Fall nicht aus. Und man denkt halt, es ist wirklich zweispurig runter. Außerdem können da unten dann auch die Busse lang. Da haben wir dann also auch keine Probleme mehr mit. Und es sieht wesentlich besser aus. Immer dieses besser sehen, noch besser aussehen. Und ja, es stimmt ja auch, es sieht ja auch besser aus. So. Kostet das eigentlich immer mehr Geld? Nö. 12 Meter zu 8 Meter sind eigentlich egal. So, 2000. Ich glaube, wir müssen gleich mal nach der U-Bahn schauen, wie das bei der aussieht. Wie viel Gewinn oder Verlust die macht. Damit wir da abschätzen können, auch was geht. Da auch nochmal ein Tausender. Da wären, glaube ich, sogar die Bahnschienen viel besser gewesen. Ja, wetten, wenn wir jetzt die Preise wieder erhöhen, sitzen sie in ein paar Stunden da und sagen, das ist viel zu teuer. So machen wir 60. Hier gehen wir auf 70 oder sowas. Da auf 130 plus. So, da haben wir auch noch genügend. Oh. So, U-Bahn hier. Sollte man vielleicht nicht so hochreißen. Ah, hier die U-Bahn-Tickets können ja höher. So, jetzt sind wir ja schon fast da, wo wir hinwollen. Wo ist denn das? Eiliger, da ist ja doch noch ein bisschen was, was hier fehlt. Ich dachte, da hatten wir mehr Platz. So. Und dann müssen wir ...3200 aufwenden, damit wir das haben. Aber dann haben wir hier wirklich erstmal ausgesorgt. Dann haben wir auch da kein Problem mehr mit den Bahnen. Denn eigentlich war ja das Vorhaben so, dass wir die Bahn halt zu diesem Außenstützpunkt verlagern, beziehungsweise zu dieser Wendeschleife. Das ist dann aber ein bisschen uncool. Zwar die Bahn sparen wir uns da, haben da ein bisschen mehr, haben hier ein bisschen weniger, aber das Ding ist, wir wollen ja den Verkehrsfluss schön machen. Das heißt nicht nur, wir bauen an jede Haltestelle direkt irgendein Depot. Nee, wir wollen das so haben, dass zum Beispiel die Bahn halt auch mal so ein Stückchen fahren muss, wie es in der Realität ist. Ich sehe es ja im Braunschweig immer wieder. Da ist ja das Depot jetzt am alten Güterbahnhof und die Bahn fahren irgendwie zum Beispiel von Volkmarode in die Weststadt und da starten die halt auch nicht direkt am Depot, sondern halt entweder auf irgendeiner Haltestelle zwischendurch oder
halt an der Start- oder Zielhaltestelle, ne? Und das ist halt auch unser Vorhaben. So. Halleluja, ist ja teuer. Ist das teuer? 1600 Mücken? Alter Schwede. Okay. Es hat sich doch ein bisschen schneller erledigt, als ich eben gedacht habe. Also ab und zu steckt ja unser Konto so zack. Und ab und zu denkst du so, kommt da irgendwann auch nochmal irgendwas so Großes? Aber es geht ja mittlerweile. Wir hatten ja anfangs die Probleme, dass es halt schlimmer war. Aber naja, nehmen wir jetzt mal so hin. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Zum Beispiel hätten wir dann diese Straßenbahn. Ja. Die saß da nicht mehr nach dem Motto, ey, guck mal an, ey. Wir haben hier nicht genug Fahrzeuge, weil wir sehen, hey, wir haben 14 von 13 Fahrzeugen auf einer Linie. Dabei ist das total unrealistisch, ne? So. Es ist schon ein bisschen crazy. So, fahren die da echt schon automatisch lang? Mega nice, ich muss da noch nicht mal irgendwas ändern. Praktisch. Das ist echt mal nice. Lol. Und dafür haben wir diese Wegpunkte erstellt. So sparen wir uns erstens jede Menge Ärger. Guck mal, sogar die Bahn ist später. Lol, die hat einfach so lange gebraucht, dass die andere, die unten rumgefahren ist, einfach viel, viel schneller da war, als sie die oben rumkam. Geil. What the fuck? Also finde ich echt mal mega nice, dass wir das jetzt lösen können damit. Das Problem ist nur, dass die Züge sich hier ab und zu mal stauen und dann halt natürlich ein bisschen was auftritt. Darum sparen wir uns halt so jede Menge Umwege, ne? Also wir sehen ja hier jetzt, dass ab und zu noch mal ein paar Bahnen kommen. Hier oben hat das auch kräftig abgenommen. Das heißt, die Bahnen fahren hier auch wieder im geregelten Takt. Hier oben, die fahren halt auch wieder angenehmer. Und wir sollten hier eindeutig weniger Fahrzeuge drauf haben als normal. Genau. Jetzt haben wir hier wieder auf einer Linie 1 eingespart. Hier auf der Linie sogar 2 Fahrzeuge eingespart. Es muss halt nur noch... Wollt ihr mich gerade verarschen? Mit der kleinen. Mit der ganz kleinen Tram. 100 Leute abholen. Was zum Teufel ist bei denen nicht richtig gelaufen? Jungens, da ist irgendwas schief gegangen bei euch. Ah, mindestens halten die Bahn jetzt auch wieder richtig. Da hatten wir nämlich mal das Problem, dass das nicht ordentlich gehalten hat. Und wir dann da standen so, ja, da war mal irgendwas nicht so ganz, ne? Aber dann ist es ja Gott sei Dank jetzt wieder ganz okay. So. Erste Bike abgeholt. Erst glücklich, dann traurig. Jawohl. Dankeschön. Ich will hier nicht nochmal so eine kleine auf 5 haben, ne? Das wird aber auch schon eng. Ach du Scheiße. Also. Man darf bedenken, das sind eindeutig zu wenig Leute. Zu wenig Plätze in einer Tram. Und wir hatten ja noch gesagt, hey, lass mal weniger draufsetzen, ne? Da will sich das bei uns rächen, dass wir das gesagt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf 1 Fahrzeuge öfter kommen als auf Linie 5. Hatten wir nicht auf Linie 5 gesagt, dass da große Bahnen fahren sollen? Achso, okay, da kommt noch eine. Ich wollte gerade sagen, so, hey, bleiben denn hier unsere Fahrzeuge? Aber normalerweise müssten wir doch hier groß gewählt haben, genau. Aber hier irgendwo beliebig. Ja, hier, was? Klein. Mittel. Nee. Groß. Wochenende. Groß. Fahrzeug. Groß. Okay, so. Jetzt haben wir das auch schon mal geklärt, das Problem. Jetzt fahren die nur noch auf der 1. Es wird auch wesentlich angenehmer, als wenn wir hier die kleinen einsetzen auf der Zwischenlinie. Die da dann alle stehen und denken sie so, Dankeschön. Das hätten wir uns jetzt auch sparen dürfen. Egal, was du machst, ne? Also, guckt eh kein. So. Guckt, hier ist es schon leerer geworden. Hier oben haben wir jetzt auch mega viele Bahnen im Depot, die wir jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und das ist einfach mega angenehm, auch jetzt halt für unsere Fahrzeuge, dass die halt ordentlich gewartet werden. Und dann erst gefahren wird. Die U-Bahn läuft anscheinend ordentlich.
Wenn ich das so richtig interpretieren darf. Oh. Warten ja Leute. Ist ja ungewohnt. Ui, 33. Wartet mal. Anhalten, ich will hier mitgucken. Ey. Wieder ein Fahrzeug, so. Tagesdurchschnitt. Ui, nicht schlecht. 400. Über $400. Ja, oder knapp 400, müssen wir ja sagen. Es ist schon nicht schlecht. Das heißt, die Linie fährt gar nicht so negativ, wie wir ausgegangen sind. Wie lange haben wir noch Zeit? Ein paar Sekunden hätten wir noch. Ich will die Folge auch nicht zu lang machen, weil sonst machen wir zu viel in einer Folge und das wollen wir nicht. Wir haben ja die letzten Folgen schon so rumgetrödelt. Von daher machen wir das jetzt so, dass wir hier auch mal ein bisschen länger uns Zeit lassen. Genau, wir müssen jetzt hier links rum. Ich will am liebsten diese Hochhäuser hier mitnehmen, ne? Die nehmen wir am besten auf der Seite mit. Kann ich hier nicht noch irgendwo zwischendurch mal abzweigen? Nö. Und cool. Außer ich gehe halt hier hoch an die Hauptstraße, ne? Dann machen wir es doch so, dass wir zum Beispiel hier noch eine Haltestelle oder da noch eine Haltestelle setzen. Dann wird das hier auch so ein Rundläufer. Also das heißt, so fahren wir rein und fahren dann irgendwo halt hier durch den Kreise und wieder zurück. Oder wir machen das einfach so, dass hier zwei Linien fahren. Das wäre dann natürlich noch eine bessere Idee. Dann erstellen wir hier oben einfach zwei Linien durch. Das heißt zum Beispiel, die eine fährt links rum, die andere fährt rechts rum. Ja, wir brauchen erstmal ein Depot. Bauen. Nee. Straße. Nee, Haltestelle. Ein großes Busdepot hört sich doch gut an. Die Frage ist nur, wo setzen wir das rein, um halt wenigst so wenig wie möglich Verlust zu machen. Also von Gebäuden Verlust, ne? Nicht nur unbedingt alles andere an Verlust. Gebäude ist eher das Wichtigere. Hier unten kann man es eigentlich hinsetzen, ohne wirklich Verlust. Das ist sogar verdammt cool. So, wir hatten eine Linie angelegt, ne? Genau. Fangen wir an da. Zoom raus, wir fangen an dann. Fangen wir hier oben an. Ja. Und da müssen wir es dann eventuell auch nochmal so machen, dass wir halt hier eine Abschlaghaltestelle machen. Das heißt, wenn die aufhören, halten sie entweder da oder da drüben. So. Es ist dann nämlich in der Hinsicht interessant, damit wir halt wieder keine Busstaus machen, wie wir die kennen. Dann fahren die nämlich einfach straight ins Depot. Sorgen dann hier, let's make another line. Bus. Du fahre dahin. Und dann hier die Strecke. Da auch, da, da und dann dahin. Oh, das ist ja mega. So, lassen wir ruhig den Standardtakt. Wie viel müssen wir denn jetzt investieren an neuen Fahrzeugen? 8 Fahrzeuge brauchen wir. Machen wir... Machen wir 6 davon. Und machen wir 4, 6 davon. Da haben wir da auch erstmal ein bisschen mehr Bus als benötigt. Lieber mehr als zu wenig, ne? Dann fahren wir von dort aus mindestens auch schon Leute hin und zurück. Wieso der Bus da gerade so... Ah lol, wir haben auf der Insel... wir haben in der... Doch, in der Innenlinie haben wir den vergessen. Ups. So. Jetzt ist das aber okay, ne? Genau.
Und jetzt sind wir genau 20 Minuten dabei. Oder etwas mehr als 20 Minuten sogar gerade schon. Es ist halt je nachdem, wann ich angefangen habe und sowas. Aber ich glaube, da sind wir noch völlig entspannt dabei. Genau. Ist natürlich praktisch. Aber nee, passt ja, okay. Dann warten sie da auch nicht lange, dann kommt der nächste Bus raus. Ist eigentlich total perfekt abgetimt. Müssen wir nichts tun. Das ist unser schönes, unser schöner Vorteil, den wir dadurch haben. Natürlich blöd. Es müssen halt noch mehr Leute die Linien nutzen, damit wir halt da wirklich auch die Leute zu kriegen, dass die hier halt mit den Linien mitfahren. Sonst lohnt sich das auch nicht wirklich. Aber wir bauen uns unser Verkehrsnetz auf. So darf man sagen, hier unten sieht man ja, wie leer auf einmal die Straße geworden ist, ne? Und es ist einfach mega angenehm, so dass wir halt keine Komplikationen mehr haben. Also einmal weg, Ende weg. So, aber das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir kriegen ja mittlerweile Geld, haben hier unsere Verkehrsprobleme gelöst und wir sehen uns dann morgen wieder um 13 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Schaut heute auch nochmal in die Anno-Folge vorbei, wer Lust hat. Es kann nicht schaden, das neue Spiel anzuschauen. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao. We'll be right back.